Moin moin Leute, Tumlo hier und willkommen zurück zu Blood Bowl. Wir spielen wieder in der Blood Bowl Liga, Spieltag Nummer 3 und mein Gegner hat mich schon eingeladen. Wir spielen heute gegen die Rheinpark Raiders. Denen geht's nicht so gut, das ist ein eigentlich nagelneues Waldelfenteam, das aber ziemlich kassiert hat in den ersten beiden Spieltagen. Ich tue gleich mal weiter, denn viel kann ich mir nicht einkaufen, ihr seht schon, der Gegner hat drei Loner, drei Reisende. Salon hat Schmerzen gelitten, glaube ich, oder sein Team zumindest. Er hat eine Portokasse von 700.000. Also er hat noch mehr als im letzten Spiel. Wie heißt er? Iseras. Und ja, das wird ein Spaß. Also ihr seht schon, er hat einen Zauberer, hat sich ein Teamtraining geholt, natürlich ein Reroll. Gleich zwei. Nee, Teamtraining war doch. Teamtraining war doch ein extra Reroll, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich kann es da gerade nicht nachschauen. Dazu Willow, ich nehme an einen Starspieler. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ist auf jeden Fall jetzt durch. Hatte ich vorhin 700.000 ausgegeben. Und ja, ihr merkt es auch schon, sitzt nicht mit mir im Teamspeak. Das bedeutet, ich guck gerade mal. Ich verlasse erstmal den Teamspeak, fällt mir auf. Denn wenn mein Gegner nicht mit mir quatschen will, dann sollte ich auch nicht im Teamspeak sitzen, sodass am Ende jemand reinplatzt, der mitquatschen will. Aber ich habe so eine Idee. Gucken wir doch mal, ob irgendjemand online ist, der mitquatschen will, eventuell. Im Ladescreen. Aber irgendwie zocken die Leute gerade alle was anderes. Egal. Würde ich sagen, good luck, have fun, das stimme ich zu. Mein Bloody Wolfpack, ihr kennt es, das hat sich nicht wirklich verändert. Da haben wir sie, die Rheinpark Raiders. Mit Starspielern. Gleich zwei Starspielern. Die werden mir auf die Nerven gehen. So, ich muss mich erstmal aufstellen. Gucken wir mal, was hat er denn da? Willow. Unerschrocken, gewandt, robust. Hat eine Stärke von 4 und natürlich den Einzelgänger. Ja, kann man mit Arbeit und... Oh, der Seitenwinder. Der hat den hypnotischen Blick. Den erkläre ich euch gleich, aber ich mache erstmal mein Setup. Und wir holen erstmal Demi mit aufs Feld, nachdem wir ihn hier raushauen. Freshy darf raus. Ich glaube... Wobei, für einen schnellen Konter ist Freshy gar nicht mal so schlecht. Also darf ich jetzt draußen stehen und quasi von außen das Team coachen. Generell das Übliche. Ich werde eine Aufstellung machen, die stark in Richtung wir stehen im Weg und lassen niemanden durchgeht. Es ist schon interessant, dass er tatsächlich angreifen will. Ich muss gerade mal gucken, was habe ich denn hier denn gegeben? Genau, Sniper ist besser empfangen geworden, da war was. Und wenn ich so drüber nachdenke, sollte ich eigentlich einen von meinen beiden Läufern raushauen. Wenn wir in der Verteidigung sind. Tulu darf wieder rein. Machen wir das doch einfach mal so in der Art. Beziehungsweise ändern wir den Teil noch. Ich glaube, das passt relativ gut. Dann kann ich mich hier schön in den Weg stellen. Ihr dürft noch ein bisschen auf Kuschelkurs gehen. Und... Ach, ob einen nach vorne dürfen sie alle noch. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er sich nicht mit allen an die Front stellt. Und selbst wenn der Clou ist... Na, wobei, ich spiele gegen Woodies. Ich sollte mehr mit dem Hintergrund halten. Wir bleiben ein bisschen hinten. Das Schöne ist halt... das Interessante ist halt, dass ich dieses Mal quasi das Klopperteam bin. Im Gegensatz zu ihm. Und er ist halt ein reines Passteam. Aber gut, gucken wir uns mal den Seitenwinde an. Der gute Kerl ist... Er hat Nerven aus Stahl. Er ignoriert bei Ballaktionen die Tackle-Zonen. Er hat Pass verhindern. Also er ist wesentlich besser, wenn ich einen Pass spiele. Um das Ding abzufangen. Er hat einen Bonus auf Fangen. Er hat Ausweichen. Und er hat den hypnotischen Blick. Damit kann er, nachdem er sich bewegt hat, auch ohne zu blitzen, einen meiner Spieler... temporär ausnocken.
Moment. Er nimmt nur, wobei ein Modifikator von minus 1 für jede Tackle-Zone gilt, in der sich der Spieler befindet. Die Tackle-Zone des Opfers zählt dabei nichts. War der Wurf erfolgreich, verliert der Gegner seine Tackle-Zone und kann den Ball nicht fangen, abfangen oder passen, einen Mitspieler beim Blocken oder Foul unterstützen oder sich freiwillig bewegen, bis die Runde endet. Das heißt im Klartext, er kann mir quasi für den Rest seines Spielzuges einen Spieler ausschalten, wenn man so will. So. Ein Spiel. Ja, der Ball fliegt noch ein bisschen. So, gucken wir mal. Da ansonsten hat er natürlich nicht viele Stat-Ups. Er hat halt, ich glaube, gegen Waldelfen habe ich noch nie gespielt hier tatsächlich. Doch, gegen Jaguars Woodpeckers ganz am Anfang. Er hat ganz klassisch die Feldspieler, hat alle mit Rüstung 7. Er hat einen Kampftänzer mit Springen, Ausweichen und Blocken. Und er hat einen Fänger. Das war's allerdings. Also er hat auch noch keinen Level-Up, so wie es aussieht. Dementsprechend ganz klassisches Woody-Team. Nervig werden halt die Zauberer werden und Co. Und natürlich die Spieler, die Starspieler. Mal gucken, wie die sich so schlagen. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keinen Schimmer. Gegen Woodies habe ich bisher einmal in einem normalen Spiel, also außerhalb von einem Blitzcup oder ähnlichem, gespielt. Und das war eben gegen Jagul am Anfang. Und ich spiele sie privat momentan. Aber noch nicht so lange. Also ich kann ihn nicht viel einschätzen. Ich weiß nur, die sind schnell und die können ziemlich miese Passaktionen spielen. Also man sollte sich ruhig jemanden im Hintergrund halten, der sich halt im Zweifelsfall drum kümmern kann. Aber trotzdem stelle ich erstmal mein Netz auf. Der Clou ist halt auch, ich weiß genau, im Kloppen bin ich tendenziell besser. Einfach weil ich die dickere Rüstung habe. Also alle bis auf meine Läufer und die Hexen haben mir Rüstung 8, während bei ihm quasi jeder Rüstung 7 hat, bis auf den Starspieler hier. Also kommen wir eindeutig leichter durch. Nachdem ich letzte Woche ja doch etwas unrühmlich noch das Unentschieden kassiert habe, mal gucken, ob heute der erste Sieg drin ist oder vielleicht auch die erste Niederlage. Mal schauen. Generell, wir sind jetzt schon relativ spät dran bei dem Spieltag. Wir haben Samstag, also wir haben nur noch morgen. Also von dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, wird tatsächlich in ziemlich genau 24 Stunden das Video freigeschaltet. Wir haben Samstagabend 18 Uhr und da wird der Ball aufgehoben. Jetzt geht's los. Und dann werden wir mal sehen, wie der Spiel nach dem Spieltag so die Positionierung ist. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob alle anderen schon gespielt haben, aber die meisten glaube ich schon. Das heißt, wir können uns gleich nochmal anschauen, wie es denn eigentlich steht. Das ist eine Surf-Gelegenheit. Will er das provozieren? Er hat Ausweichen, aber er hat kein Gewand. Das heißt, ich könnte, je nachdem, wie er sich hier bewegt, mit Tascha da rein und surfen, wenn ich das Risiko bereit bin, einzugehen. Aber jetzt kommt erstmal der Block auf Rob. Und der klappt. Schade drum. Er bleibt stehen und bleibt, so wie es aussieht, komplett stehen. Ja. Blockt jetzt noch ein bisschen. Ich glaube, ich sollte in dem Spiel wirklich mehr auf Kloppen gehen. Ich überlege gerade noch so ein bisschen. Ich bin bei der Taktik noch nicht so sicher. Ich gehe ja immer relativ spontan an die Matches ran. Also es gibt Leute, die sind wesentlich mehr in der Materie drin. Die machen sich die ganze Zeit Gedanken drum, während ich wirklich mehr der bin. So, ich habe mein Match, ich spiele mal. Und da ist der Skull. Den reroute er? Okay, also ich bin gelähmt, aber den hat er gererollt? Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Letzte Aktion in so einer Situation. Dass den Reroll wert war. Aber gut. Ich müsste die beide wegkriegen, um dann gescheiten Surf machen zu können. Ich könnte versuchen, den hier zu surfen. Aber generell wäre es sinnvoll, mich einfach ein bisschen mehr aufzustellen. Also einmal hier einen Block und dann mit Face surfen. Und das werde ich auch tun. Aber erstmal sollte ich mich zumindest mal ein bisschen bewegen.
Ich lasse ihm da jetzt die kleine Lücke. Aber wie man immer so schön sagt, erstmal die Spielzüge, die keine Würfel erfordern. Das heißt, das Problem ist, er kann halt alle Pässe spielen. Ich ziehe Cory mal noch mit nach da hinten. Also mit ihm will ich auf jeden Fall noch rausdodgen, mit Joey. Ansonsten schicke ich Tascha mal ein bisschen in den Hintergrund, glaube ich. Um sie einfach bereit zu halten für einen Zweifel. So, und jetzt habe ich zumindest alle Wege ohne Block dicht gemacht erstmal. Hier könnte man später noch ein bisschen blocken. Man könnte ihn auch hier hinstellen. Dann habe ich da einen Zweiwürfelblock drauf. Ja, durchaus sinnvoll, glaube ich. Natürlich geht der schief. Und ich will tatsächlich rerollen, auch wenn es mich stört, dass ich jetzt schon einen aufbrauchen muss. Aber zweimal die Eins. Wunderbar. Das war der erste Würfelwurf, den ich gemacht habe. Die ersten beiden Würfelwürfe, die ich machen musste, dann würfel ich zweimal eine Eins. Das ist doch schön. Hoffen wir mal, dass das nicht exemplarisch für das ganze Match sein wird. So, er hat jetzt natürlich alle Zeit der Welt, weil ich keinen Block setzen konnte, etc. Er kann auch hier noch ein bisschen weiter blocken, wenn er will. Könnte jetzt ihn eins weiterziehen. Und hat da, oder, und sich dann zwei Würfelblock sichern. Also wenn er ihn hier hinsetzt, dann kann er mit dem Loner. Okay, oder so. Also er stellt sich eng ran. Die Frage ist, was er vorhat. Wie gesagt, einfach durchlaufen kann er nicht, aber er kann sich halt jetzt schon den Weg ziemlich gut frei machen. Müssen wir mal schauen. Stell den Finger, genau, stell ihn doch bitte dahin, sodass ich ihn surfen kann. Und dann verkack mit deinem Blocker, mit deinem Tänzer den Wurf. Genau, mach unnötige Go-Fouls. Ich weiß, er probiert gerade nur rum, er guckt halt, was er für Möglichkeiten hat. Aber es wird noch interessant, glaube ich. Ja, da kommt der Block, das war klar. Alles andere wäre auch ziemlich dämlich gewesen, wenn man ehrlich ist. Jetzt noch hier oder hier hinstellen. Ah, oder direkt an an Mimi dran. Naja, Tascha. Mimi ist ja leider, leider schon lange, lange tot. Und jetzt kann er mit dem durchlaufen, so relativ weit. Mann, 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 das kann nicht wahr sein. Gucken wir mal, gucken wir mal. Schöne ist, dass er auf relativ wenigen Spielern ausweichen bisher hat, ähnlich wie bei mir. Das heißt, ich kann ihn doch einigermaßen zustellen, wahrscheinlich. Müssen wir generell mal schauen. Ich muss auf jeden Fall jemanden hier in den Weg kriegen. Und immerhin konnte er bisher seine Starspieler noch nicht wirklich einsetzen. Aber er macht hier relativ viele Einwürfelblocks, die eigentlich so nicht nötig wären. Der Witz ist, ich bin immer jemand, ich rede hier teilweise so von, so an, ich gucke mir das so analytisch an und rede hier teilweise so, als wäre ich voll der Blood Bowl-Profi. Und dann mache ich am Ende des Matches so Fehler wie beim letzten Mal. Und das ist echt super, wie es bisher läuft. Nein, ganz sicherlich setze ich keinen Apotheker ein. Ja, dann mache ich so Fehler wie beim letzten Mal. Die zeigen, ich bin alles andere als ein Profi, aber gut. Schauen wir erstmal. Wir könnten theoretisch sowas hier machen. Und es wäre ein Two-Dice, weil der Kerl hat halt nur zwei Stärke. Aber bevor ich irgendwas dergleichen mache, will ich doch jemanden so ein
bisschen wenigstens nach hier hinten bringen. Frage ist nur, wen. Also Tascha sollte ich eigentlich hier rumschicken, um da den Weg komplett zu blockieren. Das heißt, ich würde dich hier hinstellen und Tascha hier. Na, ich weiß nicht. Ich mache tatsächlich das eine Ausweichen nehme ich jetzt mit, weil ich einfach gucken will, wie ich mich danach positionieren kann, gescheit. Das klappt sogar, unglaublich. Wer hätte damit noch gerechnet heutzutage? Dann gehst du etwa hier hin. Oder eins weiter? Ich muss gleich mal überlegen. Weil jetzt hier der Bereich natürlich komplett offen ist. Trotzdem lasse ich mal Joey aufstehen und ausweichen, bitte. So, damit sie wenigstens nicht komplett durchlaufen können. Und jetzt kommt der wichtige Block. Weil auf den Ballcarrier. Sehr schön. Das ist schmerzhaft. Verpasst das nächste Match. Also er hat echt kein Glück, was die Verletzung angeht. Aber mir soll es tatsächlich recht sein. Ich habe ihm damit gerade jemanden weggeblockt, jemanden Wichtiges. Und jetzt ist die Frage, ob ich versuchen will, den Ball aufzuheben oder nicht. Also ich will auf jeden Fall weg vom Rand. Ein One-Dice oder zwei One-Dice? Ich kann auch die zwei mitnehmen in dem Fall, ehrlich gesagt. Komm schon. Sehr schön. Wir bleiben natürlich stehen, weil noch einen will ich nicht riskieren. Wobei jetzt so eine generelle Frage natürlich ist, wie bewegen wir uns jetzt? Einfach rausdodgen ist hier leider nirgendwo so richtig drin. Vor allem ist halt auch immer die Frage, ob man die Blocks nicht nutzen sollte, die man hier hat, theoretisch. Du hast Ausweichen. Eigentlich müsste ich mal mit Faye woanders hingehen. Zum Beispiel hier zu Cory, dass der blitzen kann. Oder ich dodge mit Faye, nicht blitzen, dass er blocken kann. Machen wir doch mal den hier. Und ich hätte mich eigentlich eher da hinstellen sollen, wobei ich hier zwei Würfel hinkriege sogar. Trotzdem machen wir erstmal den hier. Da ist das Pau. Schieben wir dich einfach mal mit da rein und gehen hinterher. Oh. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, also mit den... Er verursacht mir Pech mit den Wonder, mit den Einzelnen, mit den Go-For-Its und sowas und einen Einsern. Aber er hat anscheinend richtig Pech, was die, was die Würfel angeht. Was die Verletzungswürfe angeht. Egal, machen wir erstmal den nächsten Block. Hauen den nächsten um. Gehen wir hinterher, das ist die Frage. Nein, ich bleib stehen. Aber wir haben hier damit Sniper den Weg frei gemacht. Und auch wenn Sniper immer noch eine Papierrüstung hat, bringe ich ihn jetzt trotzdem mal mit in eine Stellung. Einfach, weil ich den Kerl da ungern alleine stehen lassen möchte. So, er kann noch rausdodgen gleich. Machen wir das so. Sauber. Und Freshy ist dran. Noch ein Block zum Abschluss. Und auch der funktioniert. Und es tut mir gerade echt fast schon leid, wie gut das funktioniert. Wow. Okay, nur ein Knockout. So, langsam tut es mir leid. Drei Spieler rausgenommen in einer Runde. Ich beschwere mich nicht mehr über Würfelpech in diesem Spiel, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich verstehe, warum er hier nur mit 8 Spielern aufs Feld gekommen ist und sich so viele Ersatzspieler ranholen musste. Ja. Darauf erstmal einen Schluck. Gucken wir mal. Jetzt muss er natürlich überlegen. Er ist jetzt in der Unterzahl, er hat 2 Spieler weniger. Einer tot, einer verletzt. Wen habe ich denn rausgehauen? Den Fänger habe ich verletzt. Einen Feldspieler habe ich umgebracht. Und den Loner habe ich ausgenockt. Also mir wäre es lieber gewesen, ich hätte den Loner umgebracht.
Weil es ist halt, der ist halt nach dem Spiel weg, normalerweise. Der ist sowieso schlechter. Aber naja. Da kommt jetzt Willow ins Spiel. Und er blockt natürlich mein Ballträger. Er kann jetzt theoretisch. Ja, er kann jetzt surfen. Oh, nicht gut. Autsch. Okay, keinerlei Verletzung, alles gut. Robin ist zwar raus, aber der Ball fliegt jetzt auch ein Stück weit. Landet genau, oh, zwischen meinen beiden. Das könnte nicht schlechter sein für ihn. Könnte aber auch nicht wirklich besser sein für mich. Wobei ich vielleicht hier in der Mitte wäre noch cool gewesen. Komm, stell einfach den Kampftänzer so hin, dass du an der Tackle-Zone dran bist. Er ist nicht da. Ich kann ihm Tipps geben, die er dann nicht mitbekommt. Genau. Ah, ich weiß, was er macht. Er will jetzt dahin, will den hypnotisieren wahrscheinlich. Oder auch nicht. Damit wäre nämlich eine Tackle-Zone los gewesen. Wobei er kommt ja sowieso nicht mehr an den Ball ran. Von daher spielt es auch keine große Rolle. Aber ich denke mal, er kriegt keine Tackle-Zone mehr auf den Ball. Das hätte er vielleicht anders machen sollen mit dem Kampftänzer. Das heißt, ich kann mir gleich den Ball schnappen, je nachdem mit wem. Und dann linksrum durchlaufen, weil da gerade nur ein Spieler ist. Das heißt, ich werde jetzt gleich versuchen, ihn hier ein bisschen zuzustellen, vielleicht sogar umzuhauen. Ich werde mir dann mit Demi den Ball schnappen. Wahrscheinlich. Und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht versuche ich auch hier den Seitenwinder umzuhauen. Er macht mir da viel zu sehr den Weg auf. Ich könnte jetzt den Ball aufheben und ich würde bis hier hinkommen. Dann könnte ich einen Pass spielen. Warte, welcher von euch ist der, der den Ball abfangen kann? Das bist du, oder? Ja. Dann könnte ich einen Pass spielen und dann durchrennen. Relativ gut. Das heißt, ich werde jetzt mich einfach mal so hinstellen mit meinen Leuten, dass ich den Ball möglichst gesichert habe. Auch wenn das bedeutet, dass ich Tascha in eine etwas ungünstigere Position stellen muss, weil sie halt geblockt werden kann. Trotzdem werde ich jetzt gucken, dass ich erstmal. Ich glaube, ich stelle dich noch mit hier hin irgendwie, dass du die ein bisschen, dich da ein bisschen in den Weg stellen kannst. Dann soll Silvi einfach mal hier hin. Und die anderen lasse ich tatsächlich so stehen. Denn ich möchte gleich auf Tumlu passen, übergeben an Freshy und dann losrennen. Das heißt, es ist eine riskante Aktion. Aber es ist definitiv machbar. Oder ich block halt erstmal was, das ist die Frage, aber nein. Demi, Ball. Sehr schön. Nein. Dahin. Jetzt ist die Frage, ob ich den Pass machen will oder nicht. Also ob ich jetzt auf Safety spiele oder nicht. Und eigentlich sollte ich hier eher auf Safety spielen und darauf noch ein bisschen was umzuhauen, anstatt jetzt unnötige Risiken einzugehen. Also zum Beispiel, wir stellen einen Spieler mit hier dran. Wir versuchen, den Typen wegzublocken hier oben, der noch mit am besten an mich rankommt. Also ich gehe mit Freshy hier hin zum Beispiel, das wäre eine Option. Setz dann den Block. Und könnte letzten Endes noch versuchen, hier mit Sniper rauszudodgen. Weißt du was, setzen wir den guten Tumlu doch nochmal hier hin. Setzen wir hier den Block. Ah, both down. Absolut in Ordnung. Dann auch noch eine Lähmung. Tut mir echt leid, Zeldon, wenn du das siehst. Das ist halt echt lucky, beziehungsweise unlucky, je nachdem, auf wessen Seite man halt steht. Ich würde sagen, mache ich hier nochmal den Dodge. Können wir da nämlich noch mit Faye in Ruhe blocken.
Der geht direkt zu Boden. Und Joey könnte jetzt den Starspieler blocken. Die Frage ist, ob ich das will. Oder ob ich einfach meine Verteidigung ein bisschen verbessern will. Und ehrlich gesagt, weißt du was? Machen wir doch einen Mix aus beidem. Ich glaube, das wird bestraft werden. Oh nein, ich krieg tatsächlich das Pow. Danke, Spiel. Wir bleiben stehen. Oh. Okay, gelähmt. Verletzt! Ich müsste mich eigentlich drüber freuen. Ich müsste mich eigentlich richtig drüber freuen, wie das gerade läuft. Aber ich weiß, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ich werde natürlich trotzdem einfach weiterspielen. Das ist halt, das ist Blood Bowl. Es gehört dazu, diese Momente, wo einfach alles schief geht. Und bei ihm sah es, so wie es aussieht, die ganze Season schon so aus. Wie gesagt, viele Verletzte, viele Tote. Deswegen halt auch der niedrige Teamwert. Ihr seht ja parallel, wie ich mit ihm im Chat schreibe. Ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen in der Aufnahme. Das passt von der Größe her. Es ist, was es gehört zu Blood Bowl dazu. Und für mich ist dieses Spiel jetzt schon genial. Ich bin enorm in der Überzahl. Ich habe ihm seinen sauteuren Starspieler rausgenommen. Und ich habe, glaube ich, ich habe einen Toten und zwei Verletzte. Ich habe jetzt schon 6 Starspielerpunkte gemacht. Also ich kann mich nicht beschweren. Für mich läuft das Spiel super. Für ihn läuft es halt scheiße. Es ist immer dieses... Ich bin ein Spieler. Ich habe bei sowas immer den Spaß von allen Beteiligten irgendwo im Kopf. Das heißt, ich denke mir dann... Ey, scheiße, wie der sich gerade aufregen muss. Das ist bei so kompetitiven Spielen immer so eine Sache natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ich spiele natürlich weiter. Ich versuche das irgendwie. Ah, da kommt der Pau und... Ah, gelähmt. Freshy ist am Boden. Er kann jetzt noch weiterlaufen, kann mir noch ein bisschen den Weg dicht machen. Aber ich glaube, ich werde jetzt versuchen, einen Cage zu bauen. Das Ding ist, ich muss natürlich bedenken, er hat noch den Zauberer. Und gerade Waldelfen sind ein Team. Egal, ob die in der Unterzahl sind oder nicht. Die können das Ding gewinnen. Die können das reißen. Die brauchen nur 3 Spieler dafür. Das habe ich das letzte... selber gemerkt, als ich sie gespielt habe und als ich mit zugegebenermaßen 4 Spielern auf dem Feld von der eigenen Touchdown-Zone, ihr müsst euch vorstellen, ich stand etwa hier mit dem Kampftänzer und dem Ball in der Hand und hier drumherum ein Cage aus Dunkelelfen, glaube ich. Ich bin rübergesprungen, losgelaufen, hab Ball übergeben oder einen Pass gespielt, bin weitergerannt. So müsst ihr euch das vorstellen und hab den Touchdown noch gemacht. Verdammt lucky, aber es ist was, es ist möglich mit Woodies. Weil Elfen sind da verdammt gut drin. Und ich glaube, ich an deiner Stelle. Ich würde eher versuchen, hier hoch und einfach den Weg zu verstellen. Ich glaube, ein Block macht wenig Sinn. Genau wegen sowas. Ja, wobei, er hat es ja versucht. Und da kommt der Reroll. Und irgendwie bin ich froh, dass der Reroll geklappt hat. Ich glaube, sonst hätte ich das bald mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren können. Aber gut, ich werde einen Cage bauen und werde weiter draufkloppen. Alles andere wäre dämlich. Die Frage ist nur, wie weit ich diesen besagten Cage vorziehen will und wen ich da noch mit reinholen will. Gerade hier Cory wäre natürlich sinnvoll dafür. Könnte sich zum Beispiel hier positionieren. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Wir sind ein bisschen langsamer unterwegs. Wir haben ja die Zeit dazu. Und ich spiele gegen Woodies. Ich sollte ein etwas... Und der hat einen Zauberer. Ich sollte einen etwas weitläufigeren Cage bauen, glaube ich. Wenn möglich.
Also nicht alles so eng gepackt, wie man es normalerweise macht. Dass dem jetzt den Ball trägt, ist natürlich auch nicht ideal. Er ist nicht der ideale Ballcarrier. Definitiv nicht. Dann stelle ich dich noch hier hin. Stelle Demi hier hin. Ich lasse ihm jetzt theoretisch durchaus so ein paar Freiheiten, aber ich will ihm nicht die Chance geben, mit seinem Zauberer meinen kompletten Cage auseinanderzunehmen. Darauf habe ich nämlich keine Lust. Das ist mir schon oft genug passiert. Ich werde gleich hier noch blocken und dann die anderen noch ein bisschen umpositionieren. Und da muss ich eigentlich nochmal blitzen. Blitzen könnte ich dann. Nein, das wäre ziemlich dämlich. Blitzen müsste ich, wenn, dann mit Silby auf Konvu. Oder wie auch immer sein Name ist. Nein, wir machen jetzt erstmal hier den Block. Denn jeder Spieler weniger auf dem Feld ist ein guter Spieler für mich. Dann stellen wir dich hier hin. Na, du kannst sogar außen rumlaufen, dann stellen wir dich hier hin. Tascha will ich tatsächlich ein bisschen hier fast schon in den Cage integrieren, dass die von hinten noch ein bisschen agieren kann. Und jetzt kommt der Block. Wobei, er ist mit Silby gegen den Kampftänzer natürlich nicht ideal. Aber, ja, ich schieb halt nur. Bringt mir halt nicht viel. Könnte aber schlimmer sein. Mach ich einfach mal so. Gucken wir mal, was draus wird. Wie gesagt, ich spiele gerade sehr gegen den Zauberer, von der Aufstellung her. Weil das ist was, woran ich mich im Laufe dieser Liga noch gewöhnen werde. Wir hatten jetzt das erste Spiel gegen The Gwyn. Mit halbwegs ausgeglichenen Team-Values. Wobei bei ihm halt der Rattenoger gefehlt hat, weshalb ich den höheren Teamwert hatte. Und dann jetzt quasi zwei, zumindest in dieser Liga, in dieser Saison, neuen Teams. So, und wen will er jetzt blocken? Was hat er davor? Oder will er mich einfach nur zustellen? Also, das ist auf jeden Fall riskant, sich so dahin zu stellen. Vielleicht will er auch provozieren, dass ich mit allem einfach durchlaufe und ich ihm eine Chance gebe. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, fast die Hälfte der Teams in der Liga sind komplett neu. Das heißt, ja, oder sind relativ schwach. Sind im Cup dazugekommen, zum Beispiel auch. Als Ersatzmannschaften. Das heißt, wir haben relativ viele Teams, die einen relativ niedrigen Teamwert haben. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf das letzte Match dieser Season. Genauso wie ich weiß, dass mein Gegner sich da freut. Das ist nämlich Arraios. Ich bin mir nicht sicher, ob er hier schon mal dabei war. Aber ich kenne ihn ja mittlerweile relativ gut. Wir quatschen oft über Blood Bowl und auch über andere Matches. Mit dem zocke ich ziemlich viel mittlerweile. Und er hat jetzt ein neues Chaos-Team angefangen in dieser Saison. Da kommt der Block auf Joey. Und jetzt stellt er sich wahrscheinlich gleich an. Ich wäre hinterhergegangen, glaube ich. Aber okay. Und wo war ich denn geblieben? Genau, gegen Arraios. Er spielt ein neues Chaos-Team momentan. Steht, glaube ich, gerade zwei Siege und ein Unentschieden. Also er hat seinen dritten Spieltag schon hinter sich. Der spielt momentan sehr, sehr gut. War auch vorher in der ersten Liga, daher kennt man ihn vielleicht. Ist allerdings mit dem neuen Team angetreten, nachdem seine Ratten komplett zerlegt wurden. Und ja, ich bin wieder dran. Ich sollte mir Gedanken machen über sinnvolle Spielzüge. Wie zum Beispiel, wie surfe ich diesen netten Herren am besten? Also zum Beispiel mit so einer Aktion. Davor werde ich aber Joey erstmal hier hinstellen. Ich habe halt einen Free Block. Die Frage ist, mit wem ich da blocken will. Und ich denke, ich werde einfach mit ihm blocken. Er schiebt mich halt so ein bisschen Richtung Ausgang gerade. Und das ist nicht ideal. Aber lässt sich mitarbeiten. Ja, ich schieb erstmal Joey hier ein Stück vor. Er provoziert den Surfversuch auch, muss man dazu sagen. Deswegen bin ich da ein bisschen unsicher, was genau er da vorhat.
Generell lasse ich den Rest aber mal so stehen, weil wenn der Block schief geht, dann ist es nicht tragisch. Ja gut, Verteidiger stolpert. Schieben wir ihn in dem Fall noch eins weiter. Und gehen auf jeden Fall wieder zurück. Wir bleiben aber stehen. So. Eigentlich will ich mit dem ja den Ball nicht haben. Demi ist eigentlich kein guter Ballcarrier. Ich würde den lieber an jemand anderen übergeben, wie zum Beispiel Sniper, der ja hier mit seinem Abspiel eigentlich perfekt dafür ist. Ist ja auch seine Position, schlichtweg. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal noch gucken, dass ich mir den hier unten nochmal blocke, dass ich ihn hier wegbekomme. Frage ist nur, mit wem ich was mache. Ich glaube, ich stelle Tumlo einfach nochmal mit hier runter. Beziehungsweise ich muss halt die Zeit im Auge behalten. Er muss halt Zeit schinden gegen mich gerade vor allem. Ich hätte eigentlich mit der Aktion nach vorne kommen müssen und das habe ich nicht genutzt. Es wäre ein relativ leichter Pass. Ich muss mal halt die Option mit dem Passen immer noch offen halten. Oder ich sollte, besser gesagt. Mache ich einfach mal den hier. Und bin sehr verleitet, tatsächlich komplett die Seite zu wechseln, aber das ist eigentlich eine schlechte Idee. Ich will ihn gleich da haben. Warte, du bist auch fangsicher, gell? Du bist, ja, du hast einen Bonus auf Fang. Das heißt, wenn er misslingt, kann er es nochmal versuchen. In dem Fall lassen wir den Rest doch mal. Machen wir so. Du darfst ein ganzes Stück nach darüber. Und dich im Zweifelsfall bereit machen, um einen Ball zu fangen. Ich setze jetzt erstmal einen Block. Und dann lasse ich ihn noch aufstehen. Ich krieg den Kerl aber auch nicht dauerhaft verletzt da unten, leider. Wie dem auch sei. Ich habe tatsächlich sowas wie einen Plan. Die Frage ist nur, ob der so funktioniert, wie ich ihn mir vorstelle. Ich mache ihm jetzt einfach den Druck, dass er sich um mehrere Spieler kümmern muss. Weil ich jetzt mehrere potenzielle Anspielstationen habe. Er muss jetzt auf den achten und er muss auf den achten. Er kann seine Spieler nicht mehr einfach im Weg stehen lassen. Genau, erstmal aufstehen. Das Problem für ihn ist halt, er hat nicht die Spieler für eine gute Offensive momentan. Er muss dafür wirklich den Zauberer raushauen. Wie viele Spieler hat er gerade? 4, 5, 6, 7 Spieler hat er auf dem Feld. Und er stellt hier wieder einen ran. Wird wahrscheinlich gleich nochmal den Block auf Joey setzen, genau. Und wird ihn an den Rand schieben. Oder es zumindest versuchen. Ja. Das ist interessant. Ich glaube, ich hätte ihn da hingeschoben. Ja, jetzt bringst du einen Spieler an den Ball. Nehme ich an. Der einen Spieler an den Ball oder will er nur Zeit schinden? Jetzt ist es die Frage. Ja, da ist der Spieler am Ball. Da werden wir aber einen gezielten Block drauf setzen können. Oder im Zweifelsfall auch einfach rausdodgen, weil wir sind nun mal Elfen. Und je nachdem, wie er sich jetzt positioniert, davon hängt es ab, wie ich weitermache. Weil er zieht jetzt gerade, er sammelt viele Spieler hier auf der linken Flanke. Und er hat für die beiden, die ich da stehen habe, gerade jeweils einen Spieler nur, mit dem er sich drum kümmern kann. Voraussichtlich. Kommt drauf an, was er sonst so macht. Ja, genau. Du musst noch was zustellen, mein Freund. Sonst wird das nix. Es sei denn natürlich, er beendet seinen Spielzug mit dem Zauberer. Schauen wir mal.
macht Spaß, darüber zu spekulieren, was er gerade so denkt. Also abgesehen davon, die Würfel hassen mich. Aber gucken wir mal, während er noch überlegt. Beim nächsten, also wenn das Spiel weitergeht. Wir haben auf jeden Fall Rob und Xanoron wieder, das heißt, wir sind vollzählig. Vielleicht steht Phil sogar wieder auf. Der holt da noch mehr Spieler ran. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Er gibt mir zu viele Möglichkeiten. Und er ist auf jeden Fall in Unterzahl. Aber wie gesagt, bei Woody ist das gar nicht mal so tragisch. Und alleine schon, dass ich hier an Tumlu gleich einfach übergeben kann im Zweifelsfall, macht es mir schon relativ einfach. Wenn ich nicht ziemliches Pech habe, das muss man dazu sagen. Das kann ja auch immer passieren. Ich glaube, ich werde gleich mit Joey aufstehen und ihn hier hinstellen. Und dann versuchen, den Dodge zu machen. So nach dem Motto, wenn es schief geht, ist da immer noch eine Wand im Weg. Und ja, Joey, ich habe dich gerade als Wand bezeichnet. Ich weiß, du nimmst mir das nicht übel. Und die von euch, die Joey kennen, persönlich kennen, die paar, die werden wissen, was ich meine. Aber gut. Ich mir überlegen. Hier Dodge, Ballübergabe, los. Sniper 1. Okay, er zieht sich zurück. Finde ich nett. Das finde ich sehr, sehr nett. Das gibt mir nämlich jetzt umso mehr Möglichkeiten. Ich kann natürlich jetzt keinen Touchdown machen im Zug. Wäre. Oder ich kann theoretisch schon mit Freshy. Aber das ist unwahrscheinlich. Viel sinnvoller ist es, wenn ich einfach meinen Ballcarrier darüber bringe, einen neuen Cage baue und dann mal weiterschaue. Das heißt, ich stelle jetzt erstmal Joey hier hin. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Und dann kann das fröhliche Dodgen beginnen. Und zwar. Will ich eine Ballübergabe machen an der Stelle? Ich kann ihn halt jetzt umlaufen, im Endeffekt, mit dem Gutteil meines Teams. Der Witz ist halt, dass ich relativ problemlos in eine Passreichweite für den komme. Das heißt, ich ziehe Tumlu auch einfach schon mal mit hoch. Beziehungsweise ich möchte erstmal mit Tascha hier rausdodgen. Nein, stimmt, das Ausweichen kann man ja nicht manuell wiederholen. Das gibt's nicht, das habe ich gerade nicht bedacht. Verdammt! Ich dachte mir so, ausweichen, ja, da ist die Chance ja höher. Das kann ich ja im Zweifelsfall auch nochmal rerollen, aber es geht ja nicht. Da kommt wieder die doppelte 1. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Jetzt kommt der Block. Jetzt scattert der Ball noch in die richtige Richtung. Und dann kann er durchlaufen. Immerhin. Das Spiel wolltest du jetzt nicht, Kollege, oder? Oh, Spiel, ich liebe dich. Gut, dass ich Joey dahingestellt habe. Die Wand hat den Ball. Sorry, ich finde das gerade zu geil. Oh, wundervoll. Ist halt ein bisschen zugestellt. Robin wäre da an der Stelle jetzt besser dran. Der müsste nämlich, könnte nämlich viel leichter dodgen. Aber ich werde wahrscheinlich mit Joey gleich wirklich so eine Aktion machen, dass ich einfach zack, zack, renne. Wir sind immer noch Elfen. Wir haben hier eine plus 2 und hier eine plus 1. Also die Möglichkeit ist definitiv da. Rennen und den Rest stehen lassen. Beziehungsweise den Rest mitziehen, um irgendwie Cage zu bauen oder sowas in der Art. Und der wird jetzt wahrscheinlich rausdodgen, wenn er klug ist. Und versuchen, sich woanders nützlich zu machen. Weil auf Dauer binden kann er die da hinten sowieso nicht. Er geht den Defensivweg, das ist der richtige. Das ist definitiv der richtige. Das
mich überlegen. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, wenn ich gleich dran bin. Also er setzt jetzt den Block noch. Der klappt leider. Ich kann den blocken. Und mir damit den Weg frei machen. Und dann laufen. Also ich könnte mit Tasche aufstehen und dann mit Joey... Nein, das macht wenig Sinn. Ich müsste eigentlich einen Spieler dahin bekommen und dann könnte ich den blocken. Ich stehe mit Tasche auf, block mit dem... Nein, das macht auch keinen Sinn. Das wäre sinnvoll. Damit kriege ich den Block nämlich problemlos hin. Du stehst erstmal auf. Sehr schön. Aber erstmal generell den Zugplan. Dann habe ich nämlich quasi, dann blocke ich mit Joey den und kann laufen. Das heißt, ich müsste meine anderen Leute versuchen, hier vorne in den Weg zu bringen, so ein bisschen. Theoretisch könnte ich den blocken. Hier außen rumlaufen und versuchen, Pass zu spielen. Schicken wir erstmal Tumlo nach da hinten. Das hat nämlich geklappt. Das klappt nämlich so, wie ich mir das dachte. Das ist nämlich das Wichtige, dass das funktioniert. Wobei, ich kann ja nicht passen, wenn ich geblitzt habe. Stimmt, da war ja was. Nichtsdestotrotz ist dieser Blitz auf jeden Fall das Sinnvollste, um da rauszukommen. Das heißt, mir ist dann erstmal wichtig, dass ich da drumherum ein Cage aufbauen kann, mehr oder weniger. Oder sowas ähnliches wie ein Cage, besser gesagt. Ich habe aber auch nicht mehr viel Zeit, das ist das Problem. Ich sehe gerade, ich habe danach nur noch den einen Spielzug. Das heißt, ich werde versuchen, mit Freshie nach vorne zu kommen. Ich werde versuchen, mit Sniper so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Auch wenn das bedeutet, hier den Gegner ein bisschen zu provozieren. Vor allem hat er ja immer noch den Zauberer. Den stellen wir einfach erstmal auf, damit der Spieler dann dementsprechend sicher ist erstmal da hinten. Du stehst auch einfach nur auf. Und euch beide bringe ich mal mit in Richtung nach vorne einfach. Beziehungsweise ich bringe dich nach vorne. Kann er überhaupt... Ja, er kann theoretisch einen machen. Gut, ich hätte es andersrum machen müssen. Mit dem auch sei, du blockst so ein bisschen den ab. Blocken in Anführungszeichen. So, du blitzt. Ja, geht trotzdem. Vor allem, wenn es ein Knockout ist. Sehr schön. Bordo Berelli ist K.O. Ich wüsste zu gerne, worauf seine Namen ausgelegt sind. Ich habe nämlich keinen Schimmer. Übergabe geht nicht mehr, genau. Das heißt jetzt natürlich, ich muss laufen. Eine Reichweite von 8 habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, jetzt geht's genau mit 2 Go-Fords. Ich stelle mich hier hin. Wir weichen erfolgreich aus. Wir haben hier noch so ein bisschen Support. Den wir mal direkt nebendran stellen. Wobei, stellen wir dich direkt nebendran? Ihr könnt auch jetzt noch einen Go-For-It mitnehmen. Mache ich auch mal. Ich stelle ihn hier hin. Sehr schön. Ja, gucken wir mal. Jetzt kommt der, ich frage, ob er jetzt einen Zauberer einsetzt oder nicht. Er hat halt einen relativ... Er hat halt einen Zwei-Würfel-Block, den er daraus machen kann. Relativ ohne Probleme. Mit seinem... mit dem Willow kann er sowieso einen Zwei-Würfel-Block machen, weil er Stärke 4 hat. Das heißt, der Zug wäre nicht mal nötig gewesen. Die Frage ist halt, ob das klappt. Wenn es nämlich nicht klappt, dann habe ich den Touchdown fast sicher. Wobei, er kann ja danach noch zaubern. Er wird jetzt den Reroll machen. Yes. Der Einzelgänger triggert. Das heißt, er kann nur schieben.
Ich glaube, er will mir den Weg einfach zustellen, dass ich nicht so gut supporten kann da oben. Wobei ich an seiner Stelle, glaube ich, einfach nur noch blocken würde. Weil wirklich viel zustellen kann er da nicht mehr. Ich habe nämlich hier eine freie Linie. Mit einem Go for it, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ne, sogar komplett ohne. Ich muss nur ausweichen. Aber er hat ja noch den Zauberer. Das heißt, ich würde an seiner Stelle jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen blocken. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Zauberer einsetzen würde. Ich glaube ja. Gezielt ein Blitzschlag auf Joey, damit der zu Boden geht. Oder eben mit einer, nur mit einer 1 nicht zu Boden geht, besser gesagt. Okay. Da haut er sich nochmal einen Spieler frei. Der geht hier supporten, damit Derwisch nochmal einen Block auf Cory setzen kann. Oder? Jetzt überlegt er, ob er doch noch was anderes machen kann, glaube ich. Ne, da kommt der Zauberer. Der Blitzschlag auf Joey. Der Ball fliegt so gut, wie er fliegen kann, aus meiner Sicht. Ich müsste so oder so zwei Go-Foils machen. Es gibt sich rein gar nichts. Ich muss einmal ausweichen. Ich muss den Ball aufheben und dann sprinten. Das heißt, einen sinnvollen Zug kann ich nicht machen. Den muss Freshy machen. Oder ich kann theoretisch einen Pass spielen. Ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich einen Unterschied macht. Also im Sinne von, die zwei Go-Foils sind plus 1 plus 1. Nee, das macht keinen Unterschied. Und laufen wir in die Touchdown-Zone oder versuchen es zumindest. Yes! 1 zu 0. Nice! Ja, gut, damit steht es 1-0. Die erste Halbzeit ist durch. Besser hätte es für uns eigentlich kaum laufen können. Gucken wir, beziehungsweise ich setze jetzt gleich den Cut. Wir sehen uns in der nächsten Halbzeit wieder. Die Leute rennen vom Feld. Bis gleich, haut rein.